Johannes von Lesenet, hallo. Ich schaue mir heute mal die Kindle Paperwhite 3 im Vergleich zum Kindle Paperwhite 2 an. Zwischen diesen beiden Geräten liegen anderthalb Jahre. Der Kindle Paperwhite 3 kam gerade in den Handel. Der Kindle Paperwhite 2 zum Weihnachtsgeschäft 2013. Rein optisch sind die Unterschiede wirklich überschaubar. Die beiden Geräte stecken im gleichen Gehäuse. Da gibt es nur marginale Unterschiede. Unterschiede gibt es vor allem im Display. Das löst beim Kindle Paperwhite 3 deutlich mehr auf. Und darin, dass der Kindle Paperwhite 3 in der Basisausführung Werbung mitbringt. Zu beiden Aspekten im Folgenden mehr und auch zur Frage, ob sich eine Neuanschaffung des Kindle Paperwhite 3 für Besitzer dieses Gerätes hier lohnt. Stecken. Der Kindle Paperwhite 3 ist hier auf der rechten Seite zu sehen, Kindle Paperwhite 2 links, das 2013er Modell, 2014 geringfügig modifiziert. Der Kindle Paperwhite 3 hat hier das Kindle Logo als schwarzes Relief, während der Kindle Paperwhite 2 das Logo in weiß hat, also wirklich nur ein marginaler Unterschied, genauso wie auf der Rückseite, da ist das Amazon Logo ein bisschen matter, ebenfalls das Relief abgebildet als beim Kindle Paperwhite 2. Aber wirklich nur minimale Unterschiede, minimale Nuancen. Genauso wie auch zwischen Kindle Paperwhite 1 und Kindle Paperwhite 2, die ebenfalls im gleichen Gehäuse stecken. Blick ins Hauptmenü, da ist alles beim Alten geblieben. Kindle-Nutzer kennen das. Eine Kachelansicht der zuletzt gelesenen Bücher, unterteilt auf Gerät und in der Cloud, also in der Kindle-Wolke. Daneben aktuelle Empfehlungen. Wir sehen, dass wir etwas nicht sehen, nämlich die Werbung auf dem Homescreen und in den Menüs. Amazon hat mir hier als Testmuster das absolute High-End-Modell gesendet, also werbefrei plus mit 3G-Option, kostet 200 Euro, 199 Euro um genau zu sein, wenn man das so bei Amazon.de bestellt. Wesentlich häufiger bestellt wird aber das WLAN-Modell und hier mit ziemlicher Sicherheit auch das werbefinanzierte WLAN-Modell, kostet 120 Euro, 140 Euro kostet es, wenn man auf die Werbung verzichten möchte. Um sich mal anzuschauen, wie das Ganze denn mit Werbung ausschaut, habe ich hier ein Kindle Basis, also ein Kindle Touch, wie ihn Amazon nennt. Kostet in der Form 50, 60 Euro, je nachdem, ob gerade eine Preisaktion läuft. Und hat Werbung, hier auf dem Homescreen sehen wir das schon. Also das ist der Lock-Bildschirm, der automatisch erscheint, wenn ich innerhalb eines Buches keine Aktivität zeige oder auch diese An-Aus-Taste drücke. Die drücke ich auch, um in das Hauptmenü zu kommen jetzt. Muss hier entsperren. Ich kann hier auch übrigens auf direkt lesen gehen und sehe hier auch die gleiche Werbung, in diesem Fall sogar nochmal unten im Hauptmenü. Wenn ich auf jetzt lesen klicke, dann komme ich gleich in den Kindle Store und kann das E-Book sinnigerweise auch kaufen. Wenn ich in ein Buch reingehe, sehe ich diese Werbung nicht oder ich sehe generell keine Werbung. Also die Bücher sind werbefrei. Genau, also da passiert nichts. Nur wenn ich wieder den Lockscreen hier mir aufs Bild hole, bekomme ich in diesem Fall auch eine andere Werbung angezeigt. Und es ist ein Tab mehr, sieht man ja. Also wenn ich hier auf Zurück ins Buch tappe, dann muss ich hier nochmal drüber wischen. Alternativ kann ich auch das E-Book kaufen, aber es ist eine zusätzliche Option erforderlich. Aktion erforderlich. Letztendlich Geschmackssache, ob einem die 20 Euro Aufpreis für eine schnellere Bedienung und für totale Werbefreiheit wert sind. In jedem Fall kann man diesen Aufpreis auch im Nachhinein bezahlen. Sprich, man kann sich erstmal ein werbefinanziertes Modell kaufen und das Gerät anschließend werbefrei machen lassen. Ich habe mal den Kindle Paperwhite 2 zurück ins Bild geholt, weil ich mir die Bildschirmanzeigequalität im direkten Vergleich anschauen möchte. Gehe dazu bei beiden Geräten mal in ein E-Book. Zur Erinnerung, Kindle Paperwhite 2, Kindle Paperwhite 3. Bei beiden Geräten ist die Beleuchtung ausgeschaltet gerade auf 0%. Und wenn ich hier mal ein bisschen herangehe, sehe ich, dass beide Geräte eine sehr gute, sehr klare, kontrastreiche Textanzeige haben. Der Kindle Paperwhite 3 ist ein bisschen schärfer in der Anzeige, hier. Hat eine höhere Auflösung, 300 ppi zu 212 ppi, was sich durchaus auch sichtbar bemerkbar macht. Allerdings sind die Unterschiede eher Nuancen als ein Quantensprung im direkten Vergleich. Also es ist nicht so, dass der Kindle Paperwhite 3 einem hier den Mund offen stehen lässt, wie ich finde. Das gesagt, muss man allerdings auch hinzufügen, dass der Kindle Paperwhite 2 wirklich lange Zeit das beste E-Ink-Lesegerät-Display überhaupt hatte, lange Zeit Maßstäbe gesetzt hat, bis er dann vom Kobo Aura H2O, Kobo Glow HD und Kindle Voyage abgelöst wurde, die allerdings auch größtenteils in einer anderen Preisklasse spielen. Also besser, nur ein bisschen besser zu sein als der Kindle Paperwhite 2 ist überhaupt keine Schande für dediziertes Lesegerät. Und der Kindle Paperwhite 3 ist besser.
Allerdings, wie gesagt, ja, eher in Nuancen betrachtet. Schauen wir uns mal an, wie sich die Anzeigequalität und die Kontraste bei eingeschalteter Beleuchtung verhalten. Ich habe den Kindle Voyage im Vergleich noch dazu genommen. Ebenfalls aktuell unbeleuchtet, meine ich genau. Ich drehe die Beleuchtung bei allen drei Geräten mal auf 100%. Und sehe hier, dass im Vergleich erstmal die Kindle Paperwhite 3 Beleuchtung noch ein bisschen mehr ins Bläuliche geht, wie ich finde, im Vergleich zum Kindle Paperwhite 2. Ansonsten ist bei der Qualität der Beleuchtung keine Unterschiede gibt. Auch das wiederum ist ein Qualitätsmerkmal. Der Kindle Paperwhite 2 hat bei der Beleuchtung beim Erscheinen vor knapp 2 Jahren wirklich Maßstäbe gesetzt. Muss sich nach wie vor auch im Industrievergleich nicht verstecken. Ist sehr ausgewogen, sehr gleichmäßig, auch hier beim Kindle Paperwhite 3. Im direkten Vergleich allerdings der Kindle Voyage spielt, wie ich finde, hier schon nochmal in einer anderen Liga. Da ist der Hintergrund wirklich weiß. Also wir haben hier wirklich diesen Paperwhite-Effekt, den Amazon schon für den Kindle Paperwhite für sich proklamiert, definitiv beim Kindle Voyage gegeben. Die beste Beleuchtung derzeit, die es gibt. Und wirklich sehr, sehr ausgewogen und sehr neutral. Wie gesagt, der Kindle Paperwhite 3 geht für mich ein bisschen ins Bläuliche. Der Kindle Voyage ist hier wirklich weiß. Zum Fazit, der Kindle Paperwhite 2, der aktuell noch abverkauft wird, 100 Euro kostet, ist nach wie vor ein sehr gutes Lesegerät, auch 1,5 Jahre nach seiner Markteinführung. Nicht umsonst hat er auch in den letzten Monaten immer noch die Stellung des meistverkauften E-Book-Readers in Deutschland inne. Der Kindle Paperwhite 3 hat Gutes noch ein bisschen besser gemacht, oder anders gesagt, Amazon hat mit dem Kindle Paperwhite 3 Gutes noch ein bisschen besser gemacht. Das Display, das schärfere Display, ist wirklich eine sichtbare Weiterentwicklung im Wortsinne des Panels vom Kindle Paperwhite 2. Gefällt mir auch bei der ersten Betrachtung wirklich besser. Die Unterschiede sind aber relativ überschaubar. Also wenn man die beiden Geräte jetzt nicht direkt nebeneinander legt, dann hat man beim Kindle Paperwhite 2 auch das Gefühl, oder de facto hat man auch ein sehr gutes Lesegerät, ein sehr gutes Display vor sich. Worauf ich nicht eingegangen bin im Vergleichstest, werdet ihr bemerkt haben, ist die Firmware. Die ist nämlich bei beiden Geräten identisch, da gibt ein Vergleich relativ wenig Sinn. Der Kindle Paperwhite 3 hat aktuell schon eine neue Schriftart, Bookaly, an Bord, hat ein paar neue Formatierungs-Layout-Optionen, Silbentrennung ist ja sicherlich zuvorderst zu nennen. All das wird der Kindle Paperwhite 2 bei einem aktuell erwarteten Firmware-Update aber nachgerüstet bekommen. Amazon hat schon bestätigt, dieses Firmware-Update wird es geben. Das wird bald verfügbar sein und damit haben diese beiden Geräte dann auch die gleiche Firmware. Lohnt sich der Neukauf? Meiner Meinung nach nein. Wer den Kindle Paperwhite 2 bereits sein eigen nennt, der kann sich die 120 Euro respektive 140 Euro um den Kindle Paperwhite 3 auch wirklich werbefrei und damit im gleichen Zustand wie den Kindle Paperwhite 2 zu bekommen sparen. Dafür sind die Neuerungen, die Verbesserungen einfach zu überschaubar. Eben auch vom Hintergrund, dass die beiden Geräte die gleiche Firmware zeitnah erhalten werden oder zeitnah haben werden. Wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, mir ein neues, oder wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich mir ein neues Lesegerät kaufen möchte, vielleicht der Kindle Paperwhite 2 kaputt gegangen ist oder ein Lesegerät verschenken möchte oder aktuell noch überhaupt kein Lesegerät habe, dann ist der Kindle Paperwhite 3 auf jeden Fall in die ganz enge Auswahl zu nehmen.